Ich möchte damit beginnen, dass ich dir erzähle, warum mich Projekte wie Quant so faszinieren. Ich glaube, dass ich persönlich vieles von dem Thema Interoperabilität in meinem Leben wiederfinde. Als Medizinstudentin wurde mir schnell klar, dass manche Patienten eben nicht durch einen einzelnen Arzt therapiert werden können, sondern es braucht ein Team. Bestes Beispiel: chronische Rückenschmerzen. Da braucht es einen Hausarzt, der den Patienten während des ganzen Verlaufs regelmäßig begleitet. Dann braucht es mehrere Fachärzte. Der Orthopäde zum Beispiel, der muss checken, ob die Probleme jetzt von der Wirbelsäule kommen. Oder im Notfall ein Neurochirurg, der die Operation durchführt. Es braucht einen Physiotherapeuten, Krankenpfleger, Krankenschwestern, Psychotherapeuten und so weiter. Jeder dieser Helfer tut das, auf was er sich spezialisiert hat. Die Spezialgebiete des Teams müssen ineinander greifen, wie Zahnräder eines Uhrwerks. Das Team muss miteinander kommunizieren. Nur dann hat der Patient einen guten Therapieerfolg. In der Medizin braucht es, wie in der Blockchain-Welt auch, die Chance, sich nahtlos austauschen zu können, ohne aber die Kompetenz des einzelnen Helfers anzuzweifeln. Mediziner, aber auch Blockchains müssen interoperabel sein. Nur dann kommt es zum Durchbruch, nur dann entfesseln wir das Potenzial jedes Einzelnen von uns. Interoperabilität ist der Schlüssel zum großen Erfolg. Quant ist eines der Unternehmen in der Kryptowelt, welches Produkte und Dienstleistungen rund um die mangelhafte Interoperabilität anbieten möchte. Das Problem von Interoperabilität meint in Bezug auf Krypto, dass dezentrale Netzwerke, sogenannte Distributed Ledger, in ihrem eigenen Ökosystem wunderbar laufen, sich jedoch nicht untereinander austauschen können. Blockchains sind die bekanntesten Ledger. Die Bitcoin-Blockchain liegt nur leider isoliert neben der Ethereum-Blockchain vor. Zwei Planeten, zwei Atmosphären. Das war der Grund, warum Quant den Overledger erschuf. Mit diesem Produkt können sich verschiedene Blockchains austauschen, ohne die eigene Komfortzone verlassen zu müssen. Im nächsten Schritt werden diese dezentral geführten Blockchains mit der zentralisierten Software von Unternehmen verbunden. Dafür entwickelte Quant Schnittstellen, Verbindungen zwischen hochmodernen Blockchains und traditionellen Unternehmen. Das Quant-Netzwerk stellt keine eigene Blockchain dar, sondern arbeitet mit sogenannten DLT-Gateways. Das sind offene Tore, durch die Informationen ein- und ausspazieren können. Mehr dazu findest du auch nochmal in meinem Was ist Quant-Video. Quant ist diesen Oktober 22 Gast bei Cboss. Selbst der Twitter-Name Quant at Cboss 2022 wurde für uns alle groß geschrieben. Cboss ist die weltweit führende Veranstaltung, wo sämtliche Finanzdienstleister in Austausch kommen. Cboss wird organisiert von SWIFT. SWIFT ist das Unternehmen, das Nachrichtendienste zwischen Banken ermöglicht. Unternehmen, die dort ausstellen, sind doch immer wieder dieselben Verdächtigen. Amazon Web Services, Accenture, Barclays, Deutsche Bank, Europäische Zentralbank, IBM, ING Bank, JP Morgan, Microsoft, Oracle, R3, Visa. Die Liste ist zu lang für dieses Video. Was macht ein Blockchain-Unternehmen wie Quant bei einer solchen Veranstaltung? Wie groß dürfen wir uns die Rolle von Quant im internationalen Finanzwesen vorstellen? Fangen wir doch einfach mal dabei an, bei dem, was wir wissen, und dann schauen wir uns an, wie Quant ins Spiel kommt. Die Finanzwelt ist reif für digitale Vermögenswerte. Die Zukunft werden so vermutlich auch CBDCs sein. Für unser Verständnis, was sind CBDCs? Wir verstehen darunter allgemein digitales Zentralbankengeld. Das sind Coins bzw. Tokens, die staatlich unterstützt werden. Unterschieden wird zwischen Zentralbankengeld, das nur für Finanzinstitute mit Zentralbankreserven gedacht ist, oder CBDCs nur für den Einzelhandel, gemacht für Verbraucher und Unternehmen. Überall auf der Welt forschen die Länder mit ihren Zentralbanken fleißig an ihren eigenen CBDCs. Die Zentralbanken von Nigerien, von Bahamas, Frankreich, Schweiz, China, unser digitaler Yuan und viele, viele weitere, wie du hier in der Länderkarte siehst. Laut PwC planen mittlerweile über 80% der Zentralbanken, CBDCs einzuführen oder haben es bereits getan. Laut Umfrage der Bank for International Settlements sind es mittlerweile über 90%. Davon möchten 65%, also über die Hälfte, in absehbarer Zeit CBDCs für Privatkunden herausgeben. Digitales Zentralbankengeld kann als Grundlage die Blockchain-Technologie nehmen. Das ist die gleiche Technologie, die bisher auch viele Kryptowährungen verwenden. Und jetzt kommen wir wieder zu Quant. Welche Rolle spielt Quant bei CBDCs? Moment mal. Wenn jetzt jeder sein eigenes Geld druckt, wie können die einzelnen Blockchain-Netzwerke miteinander kommunizieren, damit CBDCs untereinander ausgetauscht werden?
Quant will das Dach für dezentrale Netzwerke stellen, ein Multi-Ledger-Token-System. Das Dach verfügt über Schnittstellen, sogenannte APIs. Über diese APIs verbindet Quant dezentrale Netzwerke mit den herkömmlichen Infrastrukturen einer Bank. Unbestritten ist, dass Quant schon seit längerem mit der Digital Pound Stiftung zusammenarbeitet. Zusammen forschen die beiden an der Entwicklung von CBDCs für die Bank of England, der Zentralbank von Großbritannien. Bekannt ist ebenso die Partnerschaft zum Bankennetz von Nexi, eine der größten Zahlungsgruppen Europas. Nexi Group ist in mehr als 25 Ländern mit über 1000 Instituten vertreten und bietet viele digitale Zahlungsdienstleistungen an. Gehen wir weg von den CBDCs, weg aus Europa und den Lösungen für unsere wohlhabenden Industrienationen. Bewegen wir unsere Aufmerksamkeit nach Lateinamerika, zu den Schwellen- und Entwicklungsländern wie Brasilien, Argentinien und Mexiko. Seit 2021 unterstützt LaChain Quant dabei, in Lateinamerika und in der Karibik die dortigen Infrastrukturen mittels Blockchain-Technologie zu verbessern. LaChain ist eine globale Allianz, geführt von der Interamerikanischen Entwicklungsbank, kurz IDB. Die IDB zählt zur größten Finanzinstitution Lateinamerikas, die dort in verschiedenen Sektoren die soziale Armut bekämpfen möchte. Die Technologie von LaChain mit dem Overledger von Quant soll ein neues Cross-Border-Payment-System in dieser Region erschließen. Denn leider haben nach wie vor über 1,7 Milliarden Menschen kein eigenes Bankkonto und nur 63% der Menschen in den Entwicklungsländern haben überhaupt ein Konto. Viele Menschen dort, wie Wanderarbeiter, die aus einem anderen Land kommen, müssen ihren Lohn über die Ländergrenzen hinweg zu ihren Angehörigen verschicken, um ihre Familien zu versorgen. Schwer ohne Zugang zu einer Bank, oder? Und stell dir mal vor, du machst das regelmäßig, das wird ganz schön teuer. Cross-Border-Payment-Systeme braucht es also, die aus so einer Kooperation entstehen, weil diese dann vielen, vielen Menschen helfen können. Finanzielle Anbindung für Menschen schaffen. Auch das ist die Rolle von Quant. Wer in ein Projekt investiert, investiert auch immer in die Menschen dahinter. Der CEO und Gründer Gilbert Verdien kennt das Thema Interoperabilität. Vor Quant hat er eine Zeit lang im Gesundheitssektor gearbeitet. Ihm wurde dort das erste Mal so richtig bewusst, wie verteilt diese ganzen Patientenakten auf diesen ganzen Plattformen herumliegen und wie aufwendig ein Ärzteteam diese im Notfall zusammenklauben musste. Gilbert Verdien hat mit seiner Vision sein Team aufgebaut. Das Team um Quant ist bereits 2021 um 43% gewachsen. Ich habe mich gefragt, wer sitzt eigentlich im Direktorenboard? Niall Smith, ein Geschäftsmann, der stellvertretender Vorsitzender ist und ehemaliger CEO von Comcast. Und jetzt, was ist Comcast? Das wird euch echt umhauen. Comcast ist, jetzt passt auf, eines der mächtigsten internationalen Medienkonzerne. In den USA der größte Kabelnetzbetreiber, der zweitgrößte Internetdienstanbieter und die drittgrößte Telefongesellschaft. Zu Comcast gehört Sky, der größte Pay-TV-Anbieter in Europa. Comcast gehört NBC Universal, NBC News, NBC Sports, alles Comcast. Filmstudios wie Universal Pictures oder DreamWorks Animation, alles Comcast. Hast du das gewusst? Comcast agiert international, interoperabel. Warum holt sich Gilbert Verdien wohl gerade solche Menschen wie Niall Smith ins Team? Und was sieht Niall Smith in Quant? Wer sitzt noch im Direktorenboard? Guy Dietrich, Managing Director von Rockefeller Capital. Guy ist damit auf Führungsebene für den Erfolg des Unternehmens mitverantwortlich. Fest verwaltetes Vermögen der Firma 11,7 Milliarden US-Dollar Stand 22. Seit über 35 Jahren macht er nichts anderes, als ultrareiche Familien und Stiftungen zu beraten, wie sie aus ihrem Vermögen noch mehr Vermögen machen. Vor Rockefeller leitete Guy die größte private Vermögensverwaltungspraxis für Morgan Stanley Smith Barney, mittlerweile umbenannt zu Morgan Stanley Wealth Management. Mal ernsthaft, würde jemand von Rockefeller im Direktorenboard von Quant sitzen, wenn er nicht etwas in diesem Projekt sehen würde? Gilbert, Nye, Guy, das sind alles Menschen, die gemeinsame Visionen haben. Übrigens auch Andrew Carrier tut das. Seit Ende 2021 der neue Chef für Marketing und Vertrieb. 20 Jahre lang teilte Andrew Erfahrungen. Allein 4 Jahre lang hat er für die Deutsche Bank gearbeitet, Wertpapierdienstleistungen vermarktet.
8 Jahre lang war er bei Swift. Jemand, der sich jahrelang mit dem Austausch von Informationen von Finanztransaktionen beschäftigt hat, weiß, worauf es ankommt. Er weiß, dass mit fehlender Interoperabilität Risiken und Kosten auf diese Banken zukommen. Und mir selbst sogar sagt, viele finanzielle Mittel werden für den Umstieg auf diese Technologie beiseite gelegt, um diesen Risiken entgegenzuwirken. Und wer konzentriert sich darauf? Richtig, Quant. Menschen folgen nicht einer Blockchain, Menschen folgen Menschen. Ein paar Zahlen noch zu Quant. Quant befindet sich erst auf über 200.000 Watchlists auf CoinMarketCap. Quant hat nur 71.000 Adressen, Leute, die Quant halten. Im Vergleich, der Meme-Coin Dogecoin hat über 4 Millionen Adressen. Was passiert mit dem Quant-Preis, wenn 4 Millionen Adressen Quant halten? Knapp 30% der Anleger halten Quant länger als ein Jahr. Das spricht meines Erachtens für die Anwendung des Overledgers. Endlich, nach 2 Jahren langer harter Arbeit, wurde im September 2021 das Overledger-Netzwerk eingeführt. Aus stinknormalen dezentralen Anwendungen werden Multi-Chain-Anwendungen bzw. Multi-Chain-Smart Contracts. Denn über das Overledger-Netzwerk können diese Anwendungen Transaktionen gleich auf mehreren Netzwerken, Bitcoin, Ethereum und Ripple, ausführen. Das Overledger-Netzwerk, bestehend aus seinen DLT-Gateways, verbindet Blockchains. Unternehmen können diese DLT-Gateways außerdem hosten, um Netzwerke, die nur eingeschränkt öffentlichen Zugang haben, interoperabel zu machen. Die Gateways speichern keine Daten ab wie eine klassische Blockchain. Das macht den Overledger zu einem hochsicheren System und perfekt für Unternehmen. Schauen wir uns doch mal die Zeitachse ab 2022 an, hier eingeblendet. So können wir gleich nachvollziehen, welche Netzwerke der Overledger mittlerweile unterstützt. Das ist einerseits seit April Polygon. Polygon, ein Netzwerk mit vielen DApps und bekannt als Ethereums Internet of Blockchains. Dann, ebenso im April eingeführt, kam Polkadot hinzu, ein öffentliches, gigantisches Dachnetzwerk für viele Blockchain-Projekte. Dann seit Juni das Testnetz von XCC. XCC von Xinfin bekannt, ein hybrides Netzwerk für Banken, Händler und Entwickler. Und dann seit Juli in einer Testumgebung Hyperledger Fabric, ein privates Netzwerk für Unternehmen, wo IBM stark mitwirkt. Mehr zu Polygon, Polkadot und XCC findest du auch nochmal in meinen Videos auf dem Kanal. Auf welche Plattform könnten wir es noch zukünftig einstellen? Am 7. März 2022 schrieb Hargreaves, Chief Product Officer, in etwa: Die ersten Formen von Smart Contracts von Overledger werden auf Ethereum erfolgen. Quant wird diese Smart Contracts für andere Smart Contract-fähige Blockchains übersetzen, darunter Hyperledger Fabric, R3 Corda, JPM, Quorum und andere offene Blockchains. Merkst du was? Die Hauptzielgruppen von Quant-Netzwerk sind Unternehmen, Finanzinstitute und Entwickler. Der Overledger soll die größten Enterprise- und Entwickler-Blockchains abdecken. Welche Vorteile haben diese Zielgruppen, wenn sie die Smart Contracts von Quant verwenden? Seit März 2022 steht der QRC20-Standard zur Verfügung. Vom Prinzip her wie der bekannte ERC20-Standard von Ethereum. Unterschied: QRC20 ist nicht abhängig von der Ethereum-Blockchain. Der Token kann in mehreren Netzwerken eingesetzt werden. Ob öffentliche oder private Blockchain, Ethereum, Hyperledger Fabric, eben was der Overledger unterstützt. Der Punkt dabei ist, dass sich ein Unternehmen die teuren ETH-Gebühren sparen kann, denn Overledger-Transaktionen werden über den Quant-Token unterstützt. Ein weiterer Punkt ist, dass diese QRC20 Smart Contracts so zur Verfügung gestellt werden, sodass ein Unternehmen nur noch aus Vorlagen wählen muss. Produktionsbereite Smart Contracts. Einfacher geht's nicht. Konkreter: Eine Bank kann einen eigenen Token, wie zum Beispiel ein Stablecoin, erstellen, diesen genehmigen und dann entscheiden, wie sollen diese Tokens transferiert werden? Welche Informationen möchte ich zu den Kontoständen bereitstellen? Im März 2022 wurde die zweite Stufe der Smart Contracts auf Ethereum Testnetz eingeführt. Mit den kommenden Stufen-Updates werden die Unternehmen immer mehr mit den Smart Contracts von Quant anstellen können. Unternehmen könnten so zum Beispiel Arbeitsprozesse mit einem Vier-Augen-Prinzip einrichten. Das wäre zum Beispiel an Stellen, wo es um wichtige Fehlerquellen in der internen Buchhaltung geht. Gerade riesige Unternehmen würden diese Smart Contract-Funktion dankbar annehmen, um die Sicherheit ihrer sensiblen Zahlungsabläufe zu erhöhen.
QRC20 hilft im Accounting. Ach ja, und Quant nimmt auch die NFTs mit auf. Allgemein erlebte die NFT-Branche 2021 einen steilen Gesamtumsatz von über 25 Milliarden US-Dollar. Worüber wir uns vielleicht noch gar nicht im Klaren sind, ist, dass NFTs auch für die Finanzbranche interessant sind. Glaubst du, dass ein traditionelles Unternehmen auf die Marktplattform OpenSea geht und dort mit NFTs handelt? Wohl eher nicht. Würde eine Bank ein NFT erstellen, was nur über Ethereum laufen würde? Wohl eher nicht. Gerade deswegen waren Quants August-Updates für die NFT-Branche so ein Gewinn. Overledger makes NFT easy. Wie der ERC-721-Token-Standard für NFTs, so führte Quant analog den QRC-721-Standard ein. Diese NFTs können auf Ethereum, Polkadot und XTC eingesetzt werden. Und für welche Bereiche könnten Unternehmen NFTs mit dem neuen Standard erstellen wollen? Das sind die klassischen Bereiche erstmal wie Kunst, Medien, Sammlerstücke, Collectibles, Konzertkarten, aber eben auch reale Produkte in der Finanzwelt, tokenisierte Wertpapiere oder ETFs. Oder ein NFT, welches geistiges Eigentum und damit einen realen Wert von Künstlern schützt. Denkbar ist auch die Anwendung für Treueprogramme für Fluggesellschaften und im Gastgewerbe. Ein Testprogramm läuft gerade in der Sandbox Hyperledger Fabric. Nutzer können QRC721 NFTs erstmal als Treuepunkte sammeln und wenn sie ausreichend Treuepunkte gesammelt haben, können sie diese gegen QRC20 Stablecoins einlösen. Ein weiterer Anwendungsfall ist der Bereich Lieferkette. Ein Luxusgut wird mit einem NFT authentifiziert, damit es nicht mehr gefälscht werden kann. Passendes Beispiel dazu aktuell ist Galileo, eines der ersten Projekte, die den QRC20 und QRC721 Standard verwenden. Galileo konzentriert sich darauf, reale Güter wie Gold oder Luxusuhren in physische NFTs umzuwandeln. Das Protokoll wird auf dem Overledger von Quant entwickelt. Galileo wählte die LCX-Plattform als strategischen Partner für den LEOX Token Sale. Die regulierte Handelsplattform LCX ist wiederum seit 2021 strategisch verpartnert mit, Quant. Und so schließt sich doch der Kreis. Kennst du den Spruch, jemand ist von einem anderen Stern? Stell dir mal vor, jeder würde Quant erwerben und über das Overledger-Netzwerk Dienstleistungen nutzen, rein hypothetisch. Ob Gesundheitsdienstleister, Versicherungen, ein Softwareunternehmen wie Oracle mit über 140.000 Mitarbeitern, ein Entwickler mit einer Idee für eine Multi-Chain-App, potenziell 27 Millionen Entwickler mit einer Idee für eine Multi-Chain-App, ein großes Bankennetz mit über 1.000 Banken wie das vom Konzern Nexi, eine Allianz vieler Chain, ein Privatanleger wie du und ich. Viele andere Anleger, die Quant besitzen, rein hypothetisch. Jeder repräsentiert einen anderen Stern. All die einzelnen Sterne besitzen nun Interoperabilität durch Quant. Einzelne Unternehmen, verschiedene Branchen, Menschen. Würdest du Quant verkaufen, wenn du dann kein Teil mehr von dieser interoperablen Welt bist? Und was würdest du für Quant zahlen, um Teil davon zu werden? Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Interoperables Sein heißt, Wichtiges austauschen zu können, dabei sein zu können, unter Wahrung der persönlichen Grenze eines unabhängigen Systems. Gerade deswegen finde ich Interoperabilität so, so wichtig. Wo wünschst du dir im echten Leben mehr Interoperabilität? Wo läuft der Austausch nicht so reibungslos? Vielleicht, wo du gerade arbeitest, in einer bestimmten Branche, ähnlich wie in der Gesundheitsbranche, wo ich das erlebt habe. Oder in einem Interessensgebiet von dir. Schreib mir doch deine Gedanken unter das Video, würde mich echt interessieren. Wenn dich Quant begeistert, könnte für dich übrigens auch Chainlink spannend sein. Chainlink ist ein Projekt, das Daten aus der realen Welt mit Daten auf der Blockchain verbindet. Schau dich einfach um, wenn du es noch nicht gemacht hast. Für mehr Krypto-Austausch folge mir gerne auch auf Twitter. Dort halte ich dich natürlich interoperabel auf dem Laufenden. Ich freue mich auf dich. Bis ganz bald. Ich bin bis Krypto von Krypto fasziniert. Wir sehen uns. Ciao.